Jo, und jetzt sind wir hier mit Manu und Hagen von Leaf Audio und freuen uns sehr, euch hier zu treffen. Wie geht's euch? Gut, noch sind wir frisch. Gut. Ja, ja, sehr schön. Hat erst angefangen. Genau. Vielleicht die allererste Frage. Einer von euch beantworten möchte oder ihr beide. Wie seid ihr zur Musik gekommen? Also ich mache Musik seit meiner Kindheit. Und ich bin so in den späten 90ern zur experimentellen Musik gekommen und habe angefangen mit Kontaktmikros zu arbeiten. Und dieses Thema ist tatsächlich witzigerweise nie langweilig geworden. Und irgendwann haben wir halt angefangen zusammenzuarbeiten und technische Entwicklungen zu machen und so. Und so, dass dieses Thema Körperschall immer noch aktuell ist. Und das ist ein sehr spannendes Feld. Und aktuell wollen wir das auch weiter promoten. So, ne? Ja, es gibt da ja nicht so viel. Thema. Ja, auf alle Fälle. Und ich finde es immer wieder erquickend, ja. Also immer wieder gut. Ja, cool. Und bei dir, wie war's da? Ja, ich bin nur Konsument, was die Musik angeht. Ja. Also meine initialen Sachen waren eher das Aufnehmen auf Kassette. Und wie Manu schon sagt, irgendwann haben wir dann halt zueinander gefunden und haben es technisch realisiert, weil ich bin halt eher der Ingenieur dahinter und frickel gerne an Musik und an Licht und solchen Sachen und dann kam das halt zusammen. Okay, also damit haben wir quasi auch schon so ein bisschen gleich geklärt, wie ist Leaf Audio entstanden. Was habt ihr beide gemacht, bevor es Leaf Audio gab? Ich war früher Erzieher. Ja? Ich habe einen ganz normalen Job gehabt und habe irgendwann dann einen Burnout gehabt. Okay. Dann war das 2008. Und habe dann aufgehört und habe ein Jahr Pause gemacht, aber auch gemerkt, ich kann nicht wieder anfangen, einfach in den Job zurückzugehen. Und ich wollte was richtig Schwieriges machen, was mich wirklich herausfordert. So. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ja. Dann, aber als was denn überhaupt? Und dann wollte ich Sounddesign machen. Das hat aber nicht geklappt, weil da brauchst du unheimlich viel Kontakte. Mhm. Die hatte ich ja überhaupt gar nicht. Ich war ja niemand. Und dann habe ich mit Workshops angefangen und das zündete aber irgendwie und daraus ist diese Do-it-yourself-Workshop-Reihe entstanden. Ja, wir machen auch immer noch DIY-Module. Ja. Und haben ja auch einen Vertrieb gegründet, Exploding Shed, der nur Bausätze vertreibt. Ja. Und genau, so fing das dann an mit Leaf Audio und Studio und Workshops. Und daraus entstand dann irgendwie die Frage, kann man euer Zeug auch irgendwann kaufen? Die Bausätze, die es auf den Workshops gab. Und dann haben wir eben Exploding Shed aufgemacht als Vertrieb und jetzt machen wir so beides, ne? Als Hersteller und als Vertrieb. Ja, cool. Und was hast du vorher gemacht? Ingenieur halt. Ja, okay. Wenig spektakulär, ja. Nicht viel geholper. Das, was halt mit Leaf Audio begann, Leaf Audio ist ja eigentlich Manus Studio und durch diese Workshop-Geschichte wurde dann irgendwann auch notwendig, dass mal jemand auf irgendwelchen Kram drauf guckt, hier guck mal auf den Mist drauf, der ist nicht fertig geworden oder der ist immer noch kaputt oder ich krieg das nicht gefixt. Ja. Naja, dann habe ich mich damit rumgeschlagen, beziehungsweise halt dann auch angefangen, Sachen besser zu machen, besser zu lötbar zu machen, neues Kramzeug zu machen, alles noch als nebenher, neben meinem normalen Job. Und dann irgendwann war es zu viel. Ja. Musste der andere Job dem weichen, mehr oder weniger, um das zu machen, was halt Spaß macht. Ja, eben. Also nein, der andere Job hat auch Spaß gemacht, möchte ich nicht sagen. Aber nein, aber wir verstehen absolut zusammengehalten. Ja, genau. Einfach die Leidenschaft zum Beruf machen. Andi ist auch dabei. Ja, hi. Er arbeitet auch bei uns. Hallo. Hi. Hi. Also. Genau. Ich bin Sonja, das ist Christoph. Hi. Delay-Dude und wir sind für Amazona hier, genau. Ja, cool. Würdet ihr uns ein bisschen was erzählen, vielleicht über den Field Amp? Ja. Ja, cool. Also was uns halt aufgefallen ist, als wir die Soundbox vorgestellt haben, oder auch in den Jahren danach, in den ganzen letzten Jahren, ist, dass immer wieder Sounddesigner kamen, vor allen Dingen Sounddesigner und Filmmusikleute und so, die dann erstaunt waren, wie klar die Qualität doch ist. So, ne? Weil natürlich kannst du auch Körperschall mit Kontaktmikrofonen abnehmen und in dein Mischpult stecken oder so, aber der Amp ist schon auch wesentlich beim Klang, dass das impedanzmäßig passt, dass das Spektrum am Ende noch passt, weil wenn du die Impedanz zerwirkst mit einem schlechten Preamp und das nicht passt oder so, dann verlierst du halt Höhen oder Tiefen oder so und dann klingt es dünn. Und das ist halt so die Erfahrung, die auch viele gemacht haben und die dann erstaunt waren, dass der Amp offenbar relativ gut ist. So.
Und da kam natürlich dann schnell die Frage auf bei manchen Leuten, die diese Box an sich nicht brauchen, sondern die nur an der technischen Lösung interessiert waren. Mhm. Die waren dann halt ja, interessiert an einem Amp, ja, als Standalone. Und das haben wir dann irgendwann realisiert jetzt. Ist leicht, klein, hat 50-fach Verstärkung und ist eben optimiert für Kontaktmikrofone. Du kannst auch passive Mikrofone anstecken oder so. Mhm. Hat keine Speisung, also Elektretmikrofone oder so kannst du jetzt nicht verwenden. Genau, es ist das, was es ist. Es ist ein kleiner Vorverstärker für Kontaktmikrofone, ja, weil uns das Thema Körperschall einfach interessiert. Ja, cool. Was ist so deine liebste Kombination mit den Geräten? Also wie nutzt du die am liebsten zusammen? Vielleicht auch mit welchen anderen Instrumenten oder was machst du damit am liebsten? Ja, ich benutze viel in meiner Musik. Also ich mache es meistens im Ableton, das mhm. Ganze. Ich baue mir ein Set zusammen mit verschiedenen Loopern, Effekten und so weiter, die ich dann per MIDI-Controller steuere. Genau, und so binde ich das ein. Ne? Und das ist aber eben das Spannende, dass die verschiedensten Leute wirklich ganz verschiedene Arten haben, damit zu arbeiten. Ja. So, und deswegen sind wir selber immer wieder erstaunt, was die Leute so machen, weil auf manche Sachen wären wir selber nie gekommen. Ja. Und so. Das ist schon ganz witzig. Ja, auf alle Fälle. Also bei uns wurde es auch schon für allerhand witzige Experimente genutzt. Nicht nur Gitarre und Effektgeräte, sondern auch viel mit irgendwelchen Grooveboxen und solchen Geschichten. Und, mhm. Ja, genau. Ansonsten, gibt es Pläne für die Zukunft? Pläne gibt es. Sprechen wir darüber? Ja, eigentlich haben wir es auch schon gezeigt. Also wir wollen immer noch eine Mark III von der Soundbox machen, die ein bisschen Integration in Richtung Modular hat. Also dass ja. du gleich Envelope-Follower und solche Geschichten und Gates extrahieren kannst aus dem, was du dort machst. Plus, ja, es gibt so ein paar Details, also die behalten wir mal noch für uns, aber da sind wir so dran, aber sind ein bisschen behindert worden durch firmeninterne notwendige Prozesse, die man halt so hat, wenn man einen Online-Shop betreibt auch und steuerlich hat sich viel geändert und so. Und wir sind gerade sehr beschäftigt mit diesem Kram, sodass manche Sachen wirklich ausgebremst wurden. Ja. Wir müssen das erstmal klären alles. Das kenne ich nur als so. Und das haben wir bald und dann geht es wieder weiter mit der Entwicklung so. Aber spannend, also wir dürfen gespannt bleiben. Gibt es irgendwas auf der Superboost, ein Device, wo du sagst, das muss ich unbedingt haben? Und vor allen Dingen, was würdest du dafür tun, um das zu kriegen? Ich muss erstmal selber nochmal rumgucken. Ja. Also. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich auf alle Fälle schon mal sehen, da habe ich was gehört, aber weiß noch nicht genug drüber? Nee, also auf meiner Liste im Kopf sind vor allen Dingen Personen, mit denen ich gerne reden möchte. Ja, wer wäre das? Ja, so die Hersteller, die wir vertreiben bei Exploding Chat zum Beispiel, ja. Befaco und so, diese ganzen DIY-Hersteller und auch ein paar neue Kontakte, die ich gerne machen möchte und so. Ja, ja. Oder alte Sachen aufwärmen oder wo ein Gespräch mal versandet ist irgendwo vor einem halben Jahr in E-Mails und so und ja. das mal wieder beleben und so ein ja. bisschen. Also das ist mehr so meine Agenda. Cool. Diesmal. Gibt es irgendwas, was du den Leuten in der Welt noch so mit auf den Weg geben möchtest? Irgendein Ratschlag, irgendwas einfach so aus dem Bauch raus? Oder von euch natürlich auch gerne. Also beschäftigt euch mehr mit Körperschall. Es ist wirklich extrem spannend. Ja. So, weil das ist so eine Welt, also wir laufen ganz oft vorbei, weißt du, an irgendeinem Baum oder so. Und wir klar hören wir manchmal ähnliche Geräusche, ja. aber wenn du die Materialien direkt, die Objekte mikrofonierst, mit Körperschallmikrofonie, dann entdeckst du eine ganz andere Welt auf einmal so. Und das ist spannend, diese Perspektive zu wechseln. Auf alle Fälle. So, und damit, finde ich, kannst du ganz viel machen in Musik auch. Dass du vorhandene Dinge benutzt und in einen anderen Kontext stellst. Ja. Und so, ne? Und dieses bisschen Randomness oder Sachen, die du nicht hättest planen können. Ja. So, die zu benutzen und zu integrieren, das ja. macht irgendwie ganz neue Welten auf. Auf alle Fälle, diese Lebendigkeit, die man sonst nicht ja. künstlich erzeugen kann, ja. Da geht es mir so ein bisschen drum, ja, das cool. auch bereitzustellen, diese Möglichkeiten. Ne? Ja, absolut. Ich würde sagen, ist absolut gelungen. Dann vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ist der Film dann jetzt schon erhältlich? Wie teuer wäre der? Und wo kann man bestellen? Ja, den Field End gibt es jetzt. Wir machen einen Pre-Sale im Mai, wird dann im Juni ausgeliefert. Kostet normalerweise 189 und wir machen den Pre-Sale jetzt mit 15% Rabatt. Also ist eine gute Zeit, ja, da einzusteigen. Super. Alles klar.
Ja, gerne. Vielen Dank.